Sind Sie grün? Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja nicht so, dass wir irgendwas Neues diskutieren. Seit dem Juni 2013 gibt es die Empfehlung der Europäischen Kommission, Möglichkeiten des kollektiven Rechtsschutzes einzuführen, meine Damen und Herren. Und es heißt ja, es muss vorher schon viele Jahre lang Vorfälle gegeben haben, Mängel gegeben haben, aufgrund derer die EU-Kommission auf die Idee kam, das zu empfehlen. Also das Problem ist nicht erst 2015 im September mit der Abgasmanipulation bekannt geworden. Und wenn ich mir das angucke, den Zeitablauf, kann ich nur sagen, setzen 5 für diesen Vorschlag, den Sie heute hier gemacht haben. Jetzt haben Sie einen Gesetzentwurf, aber die Kollegin vor mir hat es ja auch schon angesprochen, oder beide. Die Sachverständigen in der Anhörung, also aus Wissenschaft und Praxis, haben doch verwiesen auf eine Unmenge an Unklarheiten und Mängel tatsächlich. Und zwar nicht nur, auch trotz Ihrer Reparaturen, die Sie jetzt noch machen. Wenn Sie sich das mal genau angucken, meine Damen und Herren, erstens ist der Mangel doch schon, dass die Musterfeststellungsklage quasi Teil eines großen Deals ist. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass alles irgendwie zeitgleich schnell gemacht werden musste. Asylrecht, Familiennachzug, Parteienfinanzierung, weil offensichtlich bei einigen dringend Geld fehlt, meine Damen und Herren, und weil man jahrelang verschlammt hat, sich klar zu äußern zu den Betroffenen von Dieselgate. Ja, klar zu sagen, Nachrüstung auf Kosten der Unternehmen, weil sie schlechte Ware geliefert haben. Und jetzt kommen Sie mit dieser etwas obskuren Konstruktion. Ich kann Ihnen sagen, unserer Auffassung nach und von vielen Wissenschaftlern und sogar Gerichtspräsidenten wäre es am Ende sogar klüger zu sagen an der Stelle, wir machen ein Gesetz, das die Verjährung hindert und ist nicht ohne Beispiel, zum Beispiel im Kartellrecht ja längst da. Da können Sie das machen bei besonderen Ereignissen, meine Damen und Herren. Machen wir doch ein verjährungshinderndes Gesetz und überlegen uns dann genau, wie eine gute Regelung einer Klage, bei der sich Kunden zusammentun können, aussehen könnte, meine Damen und Herren. Sie legen Hand an die gute alte, recht zuverlässige ZPO und behaupten hier wieder wohlklingend was, wo ich ehrlich gesagt mich an die Mietpreisbremse erinnere. Da standen hier Leute, ab sofort wird alles ganz toll und die Mieten sinken und so weiter. Wir haben damals schon gesagt, wir werden nachbessern müssen. Wir warten immer noch auf eine gute Nachbesserung, meine Damen und Herren. Dies hier ist genauso ein Etikettenschwindel. Jetzt kommt Frau Barley mit eine für alle. Das stimmt auch hinten und vorne nicht, eine für alle. Der Name ist schlicht irreführend. Es ist erstens mal ein Gesetz allein für Verbraucher. Wer ein manipuliertes Dieselfahrzeug als Betriebswagen gekauft hat, wird alleine gelassen. Und da ändert Ihre Änderung auch nichts dran, meine Damen und Herren. Weiße Salbe. Es ist weiße Salbe, meine Damen und Herren, weil Sie gegenüber dem zivilprozessualen Status quo, den die jetzt haben, ohne jeden größeren Nährwert ist, meine Damen und Herren. Sie können das Verfahren aussetzen, um auf die Tatsachenfeststellung vielleicht in dem Verfahren zu warten. Ich verstehe ja, dass Sie glauben, dadurch könnte der Unternehmer was gewinnen. Aber Sie sind dann auch in der Hand der Verbände und dieses Verfahren und dieses Gericht und können möglicherweise noch länger warten auf eine Entscheidung, schon erstinstanzlich für Ihr bezüglich Ihres Fahrzeuges als Unternehmer. Was ist daran gewonnen, meine Damen und Herren? Nichts. Zweitens, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht mit drin. Drittens, eine Mogelpackung, weil im Ergebnis, Sie sagen, eine für alle und jetzt geht es endlich los, aber ich sage Ihnen mal, im Ergebnis hängt man doch dann an den Verbänden. Also wir hängen an den Verbänden einmal im Windhundrennen. Welcher Verband ist denn der Erste? Welcher ist der Erste und zieht durch? Welche Fehler macht er oder nicht? Wo er dann noch haften darf, meine Damen und Herren? Und zweiter Punkt, wir hängen an den Verbänden, weil die Verbände ja in Wahrheit gar kein Geld in ihrem Haushalt haben, um solche teuren Verfahren durchführen zu können. Das heißt, es schlägt im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wieder auf und wir entscheiden, wem wir Geld geben, damit er später klagen kann. Das ist nicht eine für alle, das ist eine Mogelpackung. Ich wünsche Ihnen nur von Herzen, dass dann, dass dann der DUH die Voraussetzungen auch erfüllt und Sie dann im Haushaltsausschuss dem DUH, den Sie ja irgendwie dissen wollten, Geld überweisen müssen.
Ich frage mich aber, wie viel EU-Verbänden Sie noch im europäischen Binnenmarkt dann entsprechend Geld überweisen wollen. Das Ding stimmt hinten und vorne nicht, meine Damen und Herren. Und da sind wir nicht allein, sondern die Präsidentin des BGH und der Oberlandesgerichte haben genau das gesagt, nämlich dass für die Rechtsdurchsetzung von Bagatell- und Streuschäden dieser Gesetzentwurf keine entscheidende Verbesserung bringt, meine Damen und Herren. Er ist zum Gutteil Wirtschaftsschutz, er ist zum Gutteil das Eingeständnis, dass die Bau VW und Diesel geht, lange geschlafen haben. Für die Verbraucher bringt es eigentlich nichts. Jetzt hat das Wort die Kollegin Sarah Wiglewski, SPD.